Wenn ich jetzt zurück bin in Europa, dann können wir richtig reinstarten. Ich habe jetzt echt sehr lang geschwitzt. Aber Challenger muss auch sein. Vor allem jetzt, wo es dann Richtung Faker geht. Wir spielen ja jetzt dann bald gegen Faker. Das heißt, eigentlich sollte ich schon halt Gas geben, ne? Der arme Carsten, der klang ja so sauer. Was ist denn da passiert bei den Jungs? Schauen wir mal rein, ja. Schauen wir mal rein beim Carsten. Er spielt seinen Graves auf. Er ist komplett am Tryharden. Schaut ihn euch an. Der schwitzt komplett. Der schwitzt komplett, gibt alles. Schaut ihn euch an. Der ist actually sehr gut auf Graves, by the way. Dafür, dass der so wenig spielt, ne? Das ist legit, der ist richtig gut. Und Solution probiert auch sein Bestes. Nice, ich glaube, das ist Game, ne? Ja, scheiße, Mann. Das wird nicht gut für die Nachbarschaft, wenn der Schrei losgeht von Carsten gleich. Das wird ein sehr wütender Aufschrei, befürchte ich. Bro, das ist halt... Keine Ahnung. Ist ja voll ruhig. Also solchen Leuten, und ich zitiere da nur Trimax, den müsste man einmal ordentlich in die Fresse hauen. Also so einen richtig heftigen Punch. So, dann Zeit für unsere Nidalee hier. Zeit für unsere Nidalee, meine Damen und Herren. Ich hab eine Geheimwaffe, Leute. Wir kaufen uns jetzt den neuesten Nidalee-Skin, der aus irgendeinem Grund 2140 RP kostet. Wir kaufen uns den jetzt für 2140 RP. Kaufen wir uns zusätzlich noch einen Badass Chroma. Hier sehen die Chromas viel schlechter aus als der Base-Skin. Wir bleiben beim Base-Skin. Und jetzt geht's ab. Wait a minute, habe ich Kesante AD Carry? Ja, das ist aber auch relativ stark auch. Kommen solche extremen Infeeder auf deiner Elo auch noch vor? Klar. Leider, also so extrem wahrscheinlich nicht, weil die Leute wissen, dass sie eine automatisch, also zum Beispiel, wenn der wirklich 0,20 gegangen ist, dann kriegt er eine automatisierte Systemsperre. Da muss man auch nichts mehr machen. Weil 0,20 ist so krass geintet, dass das System ihn als Int wieder erkennt und ihn punishen wird. Aber es gibt sehr viele Soft-Inter in hoher Elo. Also die dann praktisch das Game zerstören, einfach nur... weil sie anderen Leuten auf den Sack gehen wollen. Das gibt's leider schon. Wo startet der Echo? Ich würde ihn gerne invaden, tatsächlich, wenn ich kann. Für mich waren die Craft-Attack-Abende echt ein Highlight. Ja, das hätte ich viel mehr ausnutzen sollen. Aber die Chance ist ja noch nicht weg bisher. Wenn ich jetzt zurück bin in Europa, dann können wir richtig reinstarten. Dann gönnen wir uns League und zusätzlich gönnen wir uns Craft-Attack. Ich weiß noch nicht genau, was ich bei League mache, weil ich will zum einen will ich schon Challenger pushen in EU West, aber zum anderen würde ich auch ganz gerne irgendwie was ein bisschen entspannteres mal machen. Weil ich habe jetzt echt sehr lang geschwitzt. Aber Challenger muss auch sein. Vor allem jetzt, wo es dann Richtung Faker geht. Weil wir spielen ja jetzt dann bald gegen Faker. Das heißt, eigentlich sollte ich schon halt Gas geben, ne? Nice, die Nidalee. Gefürchtet in Korea. Muss einfach viel zu viel klicken auf diesem Champion. Ich sag mal, wie das. Das ist mir schon wieder viel zu anstrengend, diese Scheiße. Z bis A. Ja, jetzt ist halt die Sache, wir spielen ja, wenn ich jetzt zurückkomme, dann spielen wir 2 Wochen danach, spiele ich gegen T1. Das heißt, ich glaube, was wir machen, ist die Faker-Vorbereitung für die 2 Wochen. Und dann überlegen wir uns ein Fun-Projekt für Dezember, nachdem wir Challenger gehittet haben und Faker geschlagen haben. So würde ich es jetzt machen. Aber ich will halt eigentlich schon ein bisschen mehr Champions spielen. Ich hoffe, dass ich jetzt gut genug bin, dass ich in EU West meinen Champion-Pool ein bisschen breiter halten kann und trotzdem halt pushen kann für hohe Ränge. Aber wir werden sehen. Wieso spielt Norway gegen Faker? Naja, Faker wird ja bald Weltmeister. Und wenn du Weltmeister bist, dann gibt es halt nur eine Challenge, die noch schwerer ist. Und das ist gegen den Don antreten. Deswegen gibt er sich halt die Challenge auch noch, ne? Und ich bin ja jemand, ich gebe halt auch Anfängern eine Chance bisher. Und jetzt wirklich, Red Bull macht ein großes Event. Und ein Teil davon ist, dass wir gegen T1 spielen dürfen einfach. Na, Kiesbild ist auch so schlecht. Ist das normal? Fühlt sich voll beschissen an. Nice. Hätte vielleicht mal ein Blue unten nehmen, ne? Nice.
Nice. Wo ist der Echo gerade? Wir könnten versuchen. Oh. Please. Oh mein Gott, nein. Okay. Stark, 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 stark von allen Beteiligten. Wirklich gut gespielt. So, jetzt gehen wir einmal hier nach oben. Dann nehmen wir uns das. Wir müssen unbedingt den Echo jetzt mal töten. Das ist, also sonst sieht es sehr schlecht aus hier. Okay, hier Richtung Mitte. Das ist schon echt stark. Er will jetzt meine Botcamps nehmen und er nimmt. Und wir nehmen seine Topcamps. Ah, ne, macht er gar nicht. Er geht Basen, ne? Okay, das heißt, er kommt zu seinen Topcamps. Halt, also, ich kann gar nicht reden. So viel muss ich hier klicken die ganze Zeit. Das ist ja so wild, ey. So, ordentlich durchgepowerfarmt. Dann können wir schauen, ob wir vielleicht den Drake nehmen können, wenn er Herald nimmt oder so. Scheiße! Aber das hier könnte sogar gar nicht so schlecht sein. Verdammt. Peace. Nice. Den Echo killen ist sehr, 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 sehr gut für uns. Und die sollte. Auch sterben? Peace. Nice. Schade, dass der Cassandra keine Ulti hatte da. Aber das bedeutet, wir können vielleicht für den Drake auch noch fighten. Bei Toplane Tankmilly bekommst du gerade. Also, das ist ja so anstrengend zu spielen. Du musst ja so viel gleichzeitig machen auf dem Champ. Es ist ja heftig. Jetzt schauen wir, ob wir den bekommen, bevor der Echo kommt. Oh no. Ich kann das Smite Duel gegen den halt niemals gewinnen, ne? Na, können wir, wenn es kein Smite Duel gibt. Wow. Please. Ich glaube, der killt ihn auch noch, ne? Yep. Gott, der ist der fett, der Boy. Holy shit, Mann. Der steht einfach 13-1. Und das ist halt auf Echo. Du klickst halt EQ Auto-Attack, ne? Das heißt, ich liebe Echo auch. Das ist, wenn du fett bist, das ist einfach der absolut angenehmste Assassin im Game. Du klickst einfach immer nur EQ Auto-Attack. EQ. Das ist halt wirklich, das ist so ein Assassin wirklich für Rentner ist der. Die absolute Rentner-Assassine. Das wäre dem Blonden. Nee, ich liebe, also ich spiele das so gerne. Das ist auch, also das ist jetzt übertrieben, so einfach ist Echo dann auch wieder nicht. Aber wenn ich Assassinen spiele, dann genau solche. Das ist ein sehr, 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 sehr großer Kill. Wäre man mal sieht aus, als würde man treffen. Ja, wenn du gegen eine gute Nilly spielst, dann ist halt irgendwie, als wäre der Speer Point and Click, ne? Aber das ist, also Nilly ist, das ist nicht umsonst einer der schwersten Champions im Game, Nilly. Also das ist, wenn nicht der schwerste Champion im Game sogar. Zusammen Blue gehen. Was baut man denn auf Nilly nach Shadowflame eigentlich? Wait, war Shadowflame überhaupt richtig? Ja, ne? Aber was baut man danach? Vielleicht Benjis oder so? Brauche jetzt einfach hier als nächstes, brauche ich Benjis oder Sonjas, brauche ich ja. Den töten und dann können wir den Nash vielleicht machen. Oh. Ha 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 ha!
Mann, nee. Wenn ich da einen Speer mehr treffe oder so. Holy shit, ey. Das ist so krank. Das ist so krank, ey. Die Zoe von den Gegnern spielt echt nicht schlecht, finde ich. So viele mechanische gute Plays von der. Ich war beim Zuschauen schon angespannt. Ja, hoffentlich, ey. Das war ein richtig schwerer Moment, ey. Jetzt als nächstes bauen wir Benjis und dann schauen wir mal. Ich glaube, sowas wie Lischbane wäre auch nicht schlecht, ne? Wir sollten viel mehr Traps legen, weil die Traps machen tatsächlich ziemlich viel Schaden bis zu dem Zeitpunkt. 1200. Das soll ein Nash sein für uns. Schauen wir, ob hier der Blue vielleicht noch takeable ist. Yes. Mate, diese Speere. Ich hätte die, glaube ich, am Anfang einfach schon one-hitten können, oder? Ich glaube, ich hätte die schon direkt am Anfang one-hitten können da. Und ich schaffe das so häufig nicht, diesen Jumper zu machen. Ich bin so stark. Ich bin so stark. Okay, okay, okay. Das ist ein Voidstuff holen, theoretisch auch. Brauchen wir den zu dem Zeitpunkt? Das ist auch sowas, das kann man viel häufiger machen. Ich glaube, ich muss gar nicht mehr so viele Spells treffen hier. Okay, lass uns mal kurz basen. Wir gehen jetzt Benjis und dann Void Stuff, oder? Und dann sollten wir für den Drake hier spielen, wenn es geht. Stabi, der Tiger, ich probiere wirklich, ich treffe meine Speere leider nicht hier. Oh, der Trap Assist. You love to see it. Ich heile immer noch so wenig nur, ne? Wo ich so viel AP hab. Können wir hier den Blue nehmen. Dann können wir hier rüber gehen. Wir haben jetzt gleich Void auch noch ready. Und einfach mehr trappen. Überall müssen Traps liegen. Die hauen so rein zu dem Zeitpunkt, die Biester. Wir können überall Traps, überall Traps. Es sind noch viel zu wenige Traps. Traps, 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 Traps. Wir wundeten jetzt mittlerweile auch die Grom tatsächlich. Which is nice. Überall Traps, 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 Traps. Jetzt können wir dann. Nash ist noch nicht ab. Die Wölfe spawnen. Schon cool, ne? Es ist schon cool. Boah, Leute, wir werden doch nicht mit Nidalee gewinnen. Ja, damn. Ist sie das? Der Nidalee-Titan? Wenn du die einfach nur so am Boden legst, weil mit diesem Red Smite zusätzlich. Der Damage ist halt absolut nicht sauber von Nidalee, ne? Wir nehmen uns den Win hier, würde ich sagen, oder? Oh mein Gott. Ich bin sogar am Ende noch gestorben, aber drauf geschissen. We did it. Wir haben einen Nidalee Win, Leute. Let's fucking go. Was zur Hölle? Oh, ich hab. Also, mir tun meine Hände richtig weh, ey. Was ein Game. Dieser Champion, ne? Dieser Champion ist so schwer zu spielen. Das ist crazy. Sehr, sehr starkes Game hier, aber auch von unserem Team. Pike hat einer aufgespielt. Eigentlich haben alle ihre Momente gehabt. 44.000 Damage Nidalee im Jungle. Aber der Echo auch mit 43 dabei. Geiles Game, Leute. Team that